Hi, herzlich willkommen bei Tienchen TV. Einfach nur eine schöne Kiste mit Papier zu bekleben, ist mir zu einfach. Deshalb werde ich mein erstes Design-Team-Projekt jetzt mit euch starten. Und wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, dann bleibt einfach dran. Hier dieses von Dixiecraft. Einen Papierbogen habe ich mir zurechtgeschnitten. Mit dem möchte ich diese Box verkleiden. Aber nicht einfach nur das, sondern ich möchte ein Diorama draus machen. Einmal hier für den Boden und diese beiden Teile, die von diesem 30,5 x 30,5 Papier übrig geblieben sind, bis auf dieses eine Bildchen hier, das hebe ich mir auf für separat. Ist hier ein bisschen knapp bemessen. Also es hat nicht ganz gereicht, aber ich wollte es trotzdem benutzen, um möglichst viel von dem schönen Papier zu benutzen. Und wenn ich das hier oben bündig klebe, weil das hat nur noch 9,5, dann habe ich hier unten eine ziemlich große freie Fläche. Und ich habe mir für die Decke und für den Boden ein anderes Papier genommen. Nicht, weil ich da nicht eine schöne Holzstruktur dabei gehabt hätte bei diesem Set, nämlich diese hier, die ich auch prima hätte verwenden können. Aber mir ist natürlich dieses Motiv viel zu schade, um es an eine Decke oder auf einen Boden zu kleben, nur damit ich die Holzstruktur benutzen kann. Also habe ich mich dazu entschieden, für mein Innenleben nur einen Bogen zu zerschneiden und die Reste, die ausgefüllt werden müssen, also der Deckel, die Decke und der Boden. Da habe ich mir aus meinen Holzpapierresten zwei Stücke zurechtgeschnitten. Und für die Ecken, wo ich hier ein bisschen zu wenig habe, das werde ich hier einkleben. Und da hatte ich noch zwei Reste von dem gleichen Holz. Das werde ich hier quasi wie so zwei Balken in die Ecke kleben, damit dieser große Abstand verdeckt ist und das sieht nachher kein Mensch mehr. Ich möchte das einrichten, denn dieses ganze Papier mit diesen vielen Anzeigen und Fotografien, das hat mich so ein bisschen an Journalismus erinnert. Also habe ich mir gedacht, ich mache ein Miniaturzimmer mit euch für einen Journalist in einer etwas älteren Zeit vielleicht. Ich weiß nicht, wie heute diese Büros von Journalisten aussehen. Wahrscheinlich wesentlich moderner, aber modern möchten wir nicht, wir möchten das anders. Das wird meine Rückwand, also quasi die Tapete, wenn ihr jetzt so wollt. Aber da möchte ich ein Fenster rein haben und hier an der Seite auch. Und um zu ermitteln, ob meine Möbel da auch passen und wo dieses Fenster hin soll, muss ich erst mal gucken, wo wird mein Schreibtisch stehen. Ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. Und zwar, es ist stinknormales Verpackungsmaterial. Ich hole mal schnell was. Also keine spezielle Graupappe, die ihr kaufen müsst, sondern ganz normales Verpackungsmaterial. Kriegt ihr von Biene, wenn ihr da was bestellt? Haha, weil sie muss es ja irgendwie verpacken und verschicken. Kriegt ihr kostenlos dieses Verpackungsmaterial mit dazu. Für diesen Schreibtisch habe ich einfach drei Lagen von diesem Verpackungsmaterial übereinander geklebt, damit ihr ein bisschen Volumen kriegt und habt es dann anschließend mit meinem Nassklebeband, dafür könnt ihr aber auch jedes andere Klebeband oder Washi nehmen, ein bisschen an den Seiten zugemacht, damit man diese einzelnen Lagen nicht mehr sieht und habt dann nochmal dünne Streifen von dem Motivpapier über diese Ränder zusätzlich geklebt wegen des Holzeffektes. Die Spulen kriegt ihr auch bei der Biene, die habe ich einfach mit den Restpapieren ummantelt und habe die als Füße benutzt. Drehen wir das Ganze um. Der Tisch würde hier stehen. Ich möchte auch diese Gitter, die im Design-Team-Paket dabei waren, die eigentlich als Balkongeländer fungieren, aber man hat ja oft auch Gitter vor den Fenstern. Nicht nur im Gefängnis, auch als Schutz gegen Einbrecher und so weiter. Ich stelle den Tisch natürlich spiegelverkehrt, weil innen soll er ja auf der anderen Seite stehen, hier hin.
und lege mir das Gitter an, in dem Fall jetzt, oder wenn ihr so einen Fensterrahmen vom Action habt, das haben wir ja schon mal zusammen gemacht, den legt ihr euch einfach an, da wo das Fenster sein soll. Und dann dürft ihr aber nicht außen entlang fahren, das hatten wir auch schon besprochen, weil sonst fällt euch das Gitter nachher durch. Das Gitter soll also außen auf dem Karton liegen. Das heißt, wenn ich mir da eine Öffnung schneiden will, wo es mir nicht reinfällt, muss ich innen, also unterhalb, ihr seht ja diesen breiten Balken, der soll auf dem Karton liegen, also muss ich unter dem Balken mir die Markierung machen. Und da gehe ich einfach mit dem Bleistift hier durch die Gitter und gehe hier einmal entlang und hier auch wieder durch die Gitterstäbe durch. Und hier einmal entlang. Und dann habe ich schon meine Maße, wie ich das Fenster ausschneiden muss. Und ihr könnt euch überlegen, ob ihr erst das Motivpapier einklebt, was wahrscheinlich praktischer ist, und danach das Fenster ausschneidet. Und das werde ich jetzt machen. Ich klebe jetzt mein ganzes Motivpapier, das ich euch hier gezeigt habe, in den Innenraum und werde dann von außen das Loch für das Fenster ausschneiden. Das Papier distresse ich natürlich, wie immer. Das finde ich extrem wichtig, gerade bei diesen Kanten, die wir dann danach hereinkleben, damit wir diesen weißen Rand hier oben nicht haben, sondern das alles sich schön harmonisch zusammenfügt. Und das geht mit so schönen, weichen Linien immer besser, als wenn ihr diese weißen, harten Kanten habt. So, eingeklebt habe ich jetzt alles. Decke, hier die Seiten, hinten die Balken quasi und unten den Boden. Hier hinten ist, also unten auf dem Boden ist jetzt auch noch so ein breiter Streifen frei. Da werde ich mir auch nochmal sowas wie eine Sockelleiste schneiden und die da unten reinkleben. Aber jetzt machen wir erstmal das Fenster zusammen. Und zwar denke ich, ich werde mir das wieder vorpieksen mit meinem Tool. Einfach um es dann nachher leichter schneiden zu können, weil ihr habt ja jetzt auf der anderen Seite auch noch Motivpapier und diese Dingenskirchen hier, dieses MDF, das ist ziemlich, also dieses Pappe-Karton, ist das MDF? Ne, das ist sowas wie Graupappe. Das ist natürlich extrem stabil und jetzt auf der Rückseite auch noch mit Motivpapier und Kleber. Also es ist einfacher, wenn ihr euch die Linien erstmal vorpiekst und dann einfach nur mit einem Cutter ausschneidet. Das mache ich jetzt mal, also vorpieksen und dann ausschneiden. So, meine Fenster sind drin, innen mit den Rahmen und außen die kleinen Gitter mit den Fensterbänken. Finde ich ziemlich knuffig. Gefällt mir gut. Mehr ist jetzt hier noch nicht passiert, aber zur Einrichtung wollte ich euch noch Verschiedenes zeigen. Also den Tisch habt ihr gesehen, habe ich euch erklärt, wie ich den gemacht habe. Auf die gleiche Art und Weise habe ich einen Stuhl gemacht. Unten mehrere Lagen Verpackungsmaterial, genau wie beim Tisch, mit dem Holzpapier beklebt. Auch hier außen die Kanten beklebt. Und eine Lage habe ich hinten als Lehne gestellt und habe die auch mit dem Papier beklebt. Und diese frechen Polster, das sind einfach solche Würfel, die sind auch aus Verpackungsmaterial. Das ist so eine ganz feste Plusterfolie. Die habe ich mir zurechtgeschnitten auf die Größe, die ich haben wollte. Und habe die mir dann mit Leder bezogen. Meine Freundin Christine hat mir vor vielen Monaten mal solche Lederreste geschickt. Und da habe ich das einfach eingeschlagen damit. Und eine von den kleinen Spulen habe ich unten als Fuß auf den Boden geklebt.
Das ist wird mein Schreibtischstuhl werden. Dann habe ich ein Regal vorbereitet. Ist das nicht zum Knutschen? Graupappe, Reste, also Abfall, kleine Stücke, schmale Stücke, habe ich eine ganze Kiste voll. Das habe ich vorher komplett mit diesem Holzpapier eingeschlagen, rundherum, diese Zwischenböden auch, und habe die dann eingeklebt. Also ich hatte praktisch zwei lange Stücke und vier kurze und habe die einfach so in dem Abstand hingelegt, mir dann die Böden einmal draufgeklebt, hier mit Tacky Glue, und dann das andere Teil dagegen geklebt, und auf der Rückseite ist auch ein Graupappestück als Rückwand praktisch. Das hier war einfach nur ein Stück Papier aus einem Papierset. Ich guck mal, ob ich das noch da habe. Das war ein Papierbogen aus einem kleinen Papierset mit lauter solchen Schubladen. Und da habe ich mir einfach eine ausgeschnitten. Also das sieht nur wie eine Schublade aus, so ein bisschen. Dann habe ich mir hier kleine Bücher gemacht. Ich zeige euch gleich wie. Habe die reingeklebt und hier seitlich einfach so ein paar, wenn ihr so ein Dings habt. Ich bin wieder mega vorbereitet, sehe ich gerade. Wenn ihr so ein Motivpapier habt, wo überall so verschiedene Schriften drauf sind, schneidet ihr euch einfach die in kleine Stücke und legt die so übereinander, und die habe ich dann da reingeklebt, als wenn da einer so einen Stapel Papiere einfach reingeschoben hätte. Und unten, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ist so eine alte Fotokamera und so ein Stempel, wie man die früher hatte, mit diesen, gibt es heute sicher in Büros auch noch, die man so runterdrücken muss, so ein Stempel, wo man das Datum einstellen kann. Und hier ist nochmal so ein kleines Stück, so Filmstreifen. Passt jetzt nicht, weil in diesen ganz alten Kameras hatte man natürlich die Filmstreifen nicht, aber zum Thema Foto wollte ich das jetzt einfach so machen. Das ist mein Regal, das kommt neben meinen Schreibtisch. Wie man solche kleinen Bücher machen kann, die richtig echt aussehen, mit echten Seiten drin und sogar mit so einem Papier vorne und hinten. Das habe ich jetzt festgeklebt hier, so dass es richtig schön aussieht, vorne und hinten, und in der Mitte diese Seiten sind. Habe ich bei der Heather Tracy gesehen, und die stellt auch diese Vorlagen zur Verfügung zum Download. Ich zeige es euch gerade mal, und zwar diese Cover. Könnt ihr bei ihr downloaden. Ich verlinke euch das Video, wo sie das zeigt. Dann diese Innenpapiere, die man reinklebt. Sie erklärt es auch super schön und ganz detailverliebt und wunderbar genau. Und auch diese kleinen Seiten, die ihr euch einfach mit eurer Maschine dann ausschneiden könnt oder auch mit einem Lineal und einem Cuttermesser, wie es für euch einfacher ist. Und das gibt dann diese kleinen Bücher, in denen man blättern kann und die richtige Seiten haben. Und bei denen hier war mir das zu schade, weil da sieht kein Mensch mehr, ob da Seiten drin sind oder nicht. Und deshalb habe ich mir einfach die Cover ausgeschnitten und habe mir von dem Verpackungsmaterial, das ich auch für die Kissen benutzt habe, da einfach ein Stück reingeklebt. Also ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, da Papiere reinzukleben, weil wenn ich das so reinstelle, dann sieht es niemand mehr, dann sieht man nur die Rücken. Das sind quasi Buchrückenattrappen, wenn ihr so wollt. Reicht für so ein Regal, wo man nicht mehr drauf gucken kann, vollkommen aus. Da könnt ihr euch die Arbeit mit den ganzen kleinen Seiten sparen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Buch auf den Schreibtisch legen wollt oder wenn ihr es öffnen wollt und wollt es so hinlegen, dann ist es natürlich schöner, wenn richtige Seiten drin sind. Aber für so ein Regal braucht ihr das nicht zu tun. Dann habe ich hier verschiedene, das waren die Bücher, wollte ich euch zeigen. Dann habe ich hier verschiedene Utensilien vorbereitet, auch aus einem Papierset. Und zwar, das war das hier, das habe ich schon ganz lange, das hat mir die Andrea geschenkt.
Und da sind solche Sachen drin gewesen. Zum Beispiel so eine Seite mit so verschiedenen. Na, ich könnte mir vorstellen, dass in so einer Redaktion werden die Seiten erstmal Probe gedruckt und dann guckt man erstmal, wie es aussieht. Und so ein Probedruck könnte man vielleicht an die Wand hängen, wenn ich da irgendwo noch Platz habe, so quasi als Bild. Oder das hier mit den verschiedenen Buchstaben möchte ich eventuell auch an die Wand hängen. Dann möchte ich hinten, also das ist alles nur geplant, wie das nachher aussehen wird, weiß ich noch nicht. Dann hat es hier diese kleinen Tags gegeben. Die waren auch hier aus dem Set. Die habe ich mir ausgeschnitten und da stehen so verschiedene Sachen drauf, wie Remember oder Memories oder Today. Also solche Mag-Zettel praktisch. Die möchte ich hinten an die Wand hängen und zwar über den Schreibtisch, wo ja also der Journalist, der da arbeitet, seine ganzen Mag-Zettel so hängen hat, um dieses Büro halt ein bisschen einzurichten. Dann habe ich hier auch aus so einem Blatt mit so ganz vielen verschiedenen Schriften mir einfach so kleine Schnipsel gemacht, die aussehen wie Dokumente, beschriftete Dokumente. Die sollen dann da so auf dem Tisch liegen. Das werde ich dann nachher noch so ein bisschen dekorieren. Die Ecken distressen, damit es ein bisschen gammeliger aussieht. Und dann gucken, dass ich es so hinlege, als hätte das da einer gerade so hingestreut, so ein bisschen natürlicher. Und hier habe ich so kleine Briefmarken, die waren auch in dem Set. Die werden da vielleicht auch noch drauf zu liegen kommen. Dann habe ich mir überlegt, ich mache mir eine Deckenlampe. Und das ist einfach von so einem kleinen Gläschen hier der Deckel. Die werde ich so befestigen, dass man von unten das hier sieht. Und habe mir gedacht, ich mache mir so eine kleine Perlenkette. Und die wird hier drauf geklebt und dann sieht es von unten aus wie Glühbirnen. Also wenn ihr euch vorstellt, dass das so dann an der Decke hängt und man sieht dann von unten das, dann sieht es aus wie so eine runde Lampe mit Leuchten halt, mit Leuchtmitteln. Und was ich auch gemacht habe, war eine Schreibtischlampe. Wer sich an mein Gothic-Zimmer erinnert, da hatte ich ja auch schon solche Nachttischlampen gebastelt. Aber die waren mit diesen Blütenkelchen und das passt zwar schön zu Gothic und Schlafzimmer, aber ist ein bisschen zu verspielt und zu blumig für so ein Büro. Und deshalb habe ich mir diesen Deckel hier von einer Tomatenmarktube genommen. Der war vorher rot, den habe ich schwarz angemalt. Dann habe ich mir hier in der Mitte als Leuchtmittel, wie ich das bei den Gothic Lampen gemacht habe, hier so eine ganz kleine als Glühbirne quasi, und unter dieser kleinen Glühbirne ist noch mal eine runde Perle, damit die Glühbirne nicht ganz versinkt in dem Deckel, sondern ein bisschen rausguckt. Jetzt werdet ihr euch wundern, warum kann man durch den Tomatenmarktdeckel etwas fädeln. Das kann man natürlich normalerweise nicht, aber ich habe da einfach in die Mitte, ich hole mal einen anderen. Also das ist die gleiche Art von Deckel, nur ist der viel kleiner. Ich habe da einfach in der Mitte hier mit dem Tool reingestochen, richtig fest. Das möchte ich bei dem jetzt nicht machen. Und dann komme ich hier oben wieder raus und dann nochmal oben nochmal dagegen, also ein richtig festes, also ein Loch hier reingepiekt und das so versucht so groß zu machen, dass mein Draht durchpasst. Das ist also keine große Sache, das kriegt ihr hin. Entweder mit einer Ahle oder mit so einem Tool oder vielleicht habt ihr einfach nur eine dicke Stopfnadel oder sowas und damit könnt ihr so einen Deckel durchbohren und dann könnt ihr da eure kleinen Leuchtmittel einfädeln. Also vorher habe ich es schwarz gemacht und möchte jetzt natürlich, dass das ein bisschen metallisch noch aussieht und da werde ich vielleicht hier mit einem von meinen Wachsen, die es mittlerweile, glaube ich, auch bei der Biene gibt, wenn ich richtig informiert bin. Damit es nicht einfach nur schwarz ist, sondern ein bisschen metallisch aussieht. Guckt mal, wie schön das aussieht mit dem Vintage Silk. Einfach hier so ein bisschen meinen Lampenschirm ein bisschen metallisch machen.
Das ist jetzt mal ein bisschen eine andere Variante. Das Prinzip ist das gleiche wie bei den Nachttischlämpchen von meinem Gothic-Zimmer. Nur, dass ich eben jetzt einen anderen Lampenschirm habe, dank der Tomatenmark-Tube, die ich mir aufgehoben hatte. So, jetzt ist es schön metallisch hier. Und dann habe ich statt runde Perlen bei der Gothic-Lampe habe ich diese Stabperlen benutzt. Leider habe ich von den Stabperlen nur ganz wenig, denn die eignen sich auch super für diese Perlentiere. Also wenn ihr Spinnen macht zum Beispiel oder irgendwelche anderen Tiere mit langen, dünnen Beinen, dann, also wenn ihr Lust habt, mal sowas zu machen, da eignen sich diese Stabperlen super, weil die sehen dann noch realistischer aus, wenn sie ganz dünne Beine haben. Da hatte ich wirklich nur 5 oder 6 Stück und die haben mir für diese Schreibtischlampe hier gereicht. Und hier unten hatte ich so eine Perle von der Doris. Und die wollte ich als Fuß haben. Und da habe ich einfach am Schluss von diesen Stabperlen eine Runde genommen. Bin dann mit dem Draht unten durchgefahren, weil das Ding hat ja 2 Löcher. Hab da die andere Perle aufgenommen, bin nochmal unten durchgefahren und habe mir ganz zum Schluss hinten mit dem Restdraht so eine kleine Schnecke gemacht und es festgezogen. Das wird meine Schreibtischlampe. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Und das sind diese ganzen kleinen Sachen, die ich euch mal zeigen wollte, die ich vorbereitet habe, weil das würden wieder x Teile werden, wenn ich das jetzt alles einzeln gezeigt hätte. Wenn ihr aber zu irgendetwas spezielle Fragen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, wenn ich kann. Dann hatte ich ja von Renz, habe ich euch ja in dem Zimmer von der Heidi, in der Almhütte schon gezeigt, dass ich da solche Stanzteile habe. Und da habe ich eine alte Schreibmaschine. Die möchte ich hier auf den Schreibtisch stellen. Dann habe ich hier noch eine Feder, die ist allerdings ein bisschen groß. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die nehmen werde. Und habe hier verschiedene Telefone. Und da habe ich jetzt ein Problem einfach mit der Größe, weil die Schreibmaschine ist natürlich viel größer als das Telefon normalerweise. Ich hätte hier auch noch ein kleines Telefon. Aber ob da stimmen einfach, die Größenverhältnisse stimmen nicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Diese alten Telefone, da habe ich mehrere Versionen. Also ich könnte entweder das hier nehmen oder das hier oder das. Und dieses hier habe ich auch noch mein klein. Jetzt möchte ich natürlich so ein bisschen die Größenverhältnisse schon, aber mir würden jetzt zum Beispiel das Telefon hier am besten gefallen. Oder das hier vielleicht. Aber die sind genauso groß wie die Schreibmaschine. Also das Größenverhältnis stimmt einfach nicht. Und deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das trotzdem mache. Und denke, ist ja eigentlich egal. Es ist ja nur zur Deko. Und ob die Größe jetzt so genau stimmt oder nicht, das spielt ja eigentlich in der Länge keine Breite. Oder soll ich doch das kleine Telefon nehmen? Aber so viel kleiner wie eine Schreibmaschine war jetzt ein Telefon auch nicht. Also ich kann euch leider nicht fragen und werde mich selbst entscheiden müssen. Ich werde es ausprobieren und gucken, was mir besser gefällt. Dann habe ich hier noch eine Uhr, die soll eventuell an die Wand. Und habe dann hier zu dieser schönen Feder auch noch so ein kleines Tintenfass. Also die Größenverhältnisse, die stimmen einfach alle nicht so richtig. Aber das werde ich jetzt noch tun. Ich werde die Ecken mit meiner Vintage-Foto machen, damit man diese weißen Kanten nicht sieht. Und werde hier den Schreibtisch dekorieren mit den Utensilien, die ich euch gezeigt habe. Die Lampe anbringen, diese Sachen an der Wand anbringen. Und dann zeige ich euch einfach nochmal, wie es fertig aussieht, weil das war es dann schon. So, ihr Lieben, es ist fertig. Mein Büro für einen Journalist um 14, 18, keine Ahnung.
Ich finde es mega gelungen. Ich habe jetzt oben auf das Regal noch ein paar Bücher gepackt, habe die Uhr aufgehängt und hinten die Notizzettel hier an den Fensterrahmen, wo er seine Erinnerungen und seine Erledigungen draufschreiben kann. Ich habe mich jetzt für das Telefon entschlossen, das mir am besten gefallen hat, auch wenn das Größenverhältnis zu der Schreibmaschine nicht hundertprozentig stimmt. Habe meine Lampe, die so schön wippt, angebracht, die Papiere alle durcheinander, eine Brille, eine Kaffeetasse. Und er ist ein bisschen unordentlich. Ihm ist hier eine Briefmarke runtergefallen, die habe ich da unten hingeklebt. Der Boden ist ein bisschen schief, deshalb hat er hier unter das Regal ein Stück Zeitung geklemmt, damit es nicht wackelt. Im Hintergrund ein kleiner Papierkorb, den ich auch mit Papierknödeln gefüllt habe. Die habe ich einfach reingeklebt mit Heißkleber. Dieses schöne Tintenfass und die Feder habe ich hier seitlich angebracht. Unter dem Regal liegt auch noch ein Buch. Und hier an der Seite habe ich diesen Auszug aus diesem Schriftsatz und die einzelnen Buchstaben aus dem Alphabet. Da habe ich mir einfach Löcher reingemacht, habe mir solche kleinen Brads reingemacht, damit es aussieht wie Nägel oder wie Reißnägel, mit denen er das festgemacht hat da an der Wand. Und unsere Deckenleuchte hängt. Und auf dem Schreibtisch ist viel los, die ganzen Papiere, alles liegt da kreuz und quer und die kleinen Briefmarken. Und das ist jetzt mein erstes Design-Team-Projekt für den Monat Juli. Hier unsere Fenster außen nochmal. Das ist alles festgeklebt. Ich brauche mich nicht zu fürchten, dass was abfällt. So, mein erstes Design-Team-Projekt, in dem ich also die Kiste, die dabei war, verwendet habe. Und die kleinen Geländer, die jetzt hier doch so ein bisschen wie Knast aussehen, muss ich zugeben hier. Oh, da ist einer abgefallen von meinen Steinen. Die habe ich einfach mit Heißkleber angeklebt, aber das mache ich gleich nochmal. Ich gucke mal, vielleicht ist meine Pistole noch scharf, bevor die mir ganz den Geist aufgibt. Ja, passt. So, Steinchen wieder rein. Also ich habe die Steine benutzt, ich habe die Geländer benutzt, ich habe Papiere benutzt aus meinem Design-Team-Paket. Und ganz viele andere Sachen kriegt ihr auch bei der Biene, also zum Beispiel diese Spulen oder Papiere mit Holz. Und ja, es gibt auch Ephemeras, also diese Teilchen aus MDF oder aus, also diese Chipboard-Teile, die ihr benutzen könnt. Da gibt es ganz viele verschiedene, wo ihr vielleicht auch mal zum Einrichten so irgendwas benutzen könnt. Und ich finde es recht gelungen. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und würde mich freuen, wenn ihr mal bei der Biene reinguckt, falls ihr mal irgendwas Schönes, Günstiges sucht. Und auch bei meinen anderen Design-Team-Mitgliedern. Die verlinke ich euch in der Infobox, wie immer, auch die Gruppe. Und ich hoffe, das gefällt euch. Und im nächsten Beitrag werde ich euch zeigen, da oben habe ich noch eine kleine Schere aufs Regal gelegt. Die sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht hier. Vor dem Buch liegt noch eine kleine Schere. Ja, so wie ich mir dieses Büro halt vorgestellt habe. Und es ist ganz gut gelungen, finde ich. Guckt auch bei den anderen Design-Team-Mädels, was die so gewerkelt haben aus ihren Paketen. Und wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, freue ich mich. Und was noch in meinem Design-Team-Paket war, das waren ja diese Rosteffekt mit diesen zwei Komponenten und Cremepaste und so eine schöne Mold. Und da werden wir im zweiten Teil auf jeden Fall damit ein paar Experimente machen. Ich werde euch Verschiedenes zeigen. Wir werden Verschiedenes zusammen ausprobieren und ich hoffe, ihr freut euch drauf und schaltet wieder ein.
Und bis dahin wünsche ich euch was, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.